Besondere bei dir auch ist, dass du halt sagst, du hast so viel Lust und immer Neugierde auf Sachen auszuprobieren, dass das, glaube ich, immer über dem Risiko auch dominiert und das macht es, glaube ich, auch aus. Dass ich es aber nicht so wichtig nehme. Ich fokussiere mich nicht auf das Risiko, das ich habe, sondern auf die Dinge, die ich schaffen will, die ich erreichen will, die mir wichtig sind, aber auch die mir Spaß machen. Also das finde ich schön, wenn ich im Kopf sowas habe, irgendwie eine Vorstellung von zum Beispiel dann, keine Ahnung, einem Berg, den man schnell hochrennen will oder dann auch in Vancouver vom Stadion, wie man da reinläuft. Das ist total super und das hilft mir sehr, um wirklich auch bereit zu sein, Risiken einzugehen und eben wirklich viel, viel zu geben. Weil ich mir einfach über viele Dinge gar keine Gedanken machen darf. Wenn ich immer drüber nachdenken würde, was zum Beispiel beim Joggen passieren könnte und dass mich der Begleitläufer, die Begleitläuferin irgendwo dagegen läuft, dann könnte ich nie hohe Geschwindigkeiten erreichen, könnte ich nie im Wettkampf gut werden. Und von daher ist es für mich schon so das Wichtigste, so eine Grundtoleranz und einen Grundoptimismus zu haben, dass erstmal nichts passiert. Weil Vertrauen hat in meinen Augen auch viel mit Zutrauen und dem Trauen in die Fähigkeiten des anderen zu tun, weil sich eben nur so auch Vertrauen entwickeln kann. Erinnerst du dich noch an den Moment, als du im Krankenhaus lagst und gesagt hast, du wirst nie wieder Biathlon machen? Und ich da immer ganz oft dran denke, weil ich mir so stolz da auf dich und auch eigentlich auf all deine Freunde bin, die dann gesagt haben, nee, da stehst du jetzt mal wieder auf und dann war das Best-Ever-Jahr eigentlich deines sportlichen Lebens. Ja, also das war für mich schon was ganz Besonderes. Ich hatte eben 2009 im Januar einen schweren Skiunfall. Da bin ich aufgrund von einem Kommunikationsfehler eben damals sehr schwer gestürzt und war danach auch lange im Krankenhaus und musste erst wieder gucken, wie ich auf die Beine komme. Manche Leute haben mir gesagt, ja, also Sport, das ist jetzt schon ein bisschen gefährlich, mit Langlauf hörst du mal lieber auf. Aber wirklich so meine Freunde, meine Familie, die haben mir da echt sehr viel Mut gegeben und haben mir auch geholfen, dieses Risiko wieder einzugehen und einfach mir ja, wieder in meine Fähigkeiten zu vertrauen und wieder zu sagen, ich fange jetzt wieder an zu trainieren. Und Sport ist nun mal eine Sache mit Geschwindigkeit, mit auch ein Stück weit vielleicht Gefahr. Und das muss man einfach wissen. Und da war für mich eben ganz klar, wenn ich wieder an meine Grenzen kommen will, wenn ich wieder um Medaillen mitlaufen will, ist eben entscheidend, mich langsam ranzuarbeiten, die Grenzen immer mehr zu erweitern durch kleine Schritte und dann eben immer mehr das Tempo erhöhen und sich immer ein Stück mehr zuzutrauen.